heute ist ein bedeutsamer Tag für die Stadt Eppingen. Ich habe auch gesagt, es ist ein bedeutsamer Tag in der Stadtgeschichte der über 1030-Jährigen von Eppingen. Es geht symbolisch los mit der Gartenschau 2021. Symbolisch deshalb, weil wir heute den Spatenstich gemacht haben. Wir planen aber bereits seit 2010, als wir den Zuschlag bekommen haben. Heute bin ich überwältigt über die Zahl der Bürger, die trotz kaltem Aprilwetter im März gekommen sind. Das heißt, die Bürgerschaft ist heiß auf diese Gartenschau. Ich freue mich, dass Minister Haug als zuständiger Minister im Landwirtschaftsministerium da ist mit seiner Staatssekretärin, dass ich ihn empfangen durfte im Rathaus, dass ich ihm ein paar wichtige Punkte der Gartenschau, wie sie heute aussehen, wie sie dann 2021 aussehen, zeigen kann. Die Wassertische am Kleinbrückentorplatz, der Schwanen, wo der Treffpunkt Baden-Württemberg und später Bürgerhaus in Eppingen sein wird. Oder eben auch jetzt hier das Thema mit dem Teich, mit dem Stadtweiher, mit der Renaturierung von Elsens und Hilschbach. Also rundum für uns ein schöner Tag.